Ja, Freunde, und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's Sister Location. Und in diesem kleinen Video werde ich jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und euch die ganzen Secrets zeigen, die es in diesem Spiel so gibt. Da gibt es ja zum einen dieses Baby-Minigame, wo wir die Cupcakes und so weiter werfen müssen und den Private Room. Und diese ganzen Secrets müsst ihr meistern, um alle 3 Sterne in Five Nights at Freddy's zu erhalten. Und ich werde jetzt euch einfach mal zeigen, wie ihr zu diesen Secrets kommt und wie ihr sie danach auch besiegt und schafft, um auch wirklich an die Sterne ranzukommen. Und als allererstes muss man ja dazu das Baby-Minigame erreichen, wo man halt mit der Babyfigur rumläuft und diese ganzen Cupcakes oder Kuchen als werfen muss, um die Kinder glücklich zu machen. Und um das zu erreichen, müsst ihr einfach nur eine gewisse Anzahl an Toten haben. Also ihr müsst einfach nur ein paar Mal sterben. In welcher Nacht ihr das macht, ist eigentlich vollkommen egal. Ihr könnt das auch in Nacht 5 noch machen. Und ich glaube, das hat eine Chance von 7% oder so, um ausgelöst zu werden, das Minigame. Ihr müsst also schon einfach immer mal hinrennen, euch einfach als töten lassen. Und dann kommt ihr irgendwann in dieses Minigame rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im Minigame wieder. So, Freunde, hier befinden wir uns jetzt in dem Minigame und es ist ganz wichtig, dass ihr direkt anfangt. Ihr sammelt den ersten Cupcake ein und füttert die beiden Kinder hier damit. Ich vertone das Ganze jetzt gerade übrigens nach, weil ich mich höchst konzentrieren musste dabei. So, dann kriegen die beiden Kinder hier oben Cupcakes und es ist ganz wichtig, dass ihr wirklich schnell seid, ne? Dass ihr wirklich, und dass ihr nur den richtigen Kindern die Cupcakes gibt. So, da oben springt ihr von der oberen Plattform ab, damit ihr diesen blauen Cupcake nicht mitnehmen müsst. So, dann kriegt nur dieses eine Kind hier ein und dann geht ihr zurück zu dem blauen Cupcake. Sammelt den ein, denn das ist so ein Mehrfachschuss und damit erwischen wir die 3 Kinder, die wir gerade gesehen haben, alle auf einmal. Das werdet ihr jetzt sehen. So, zack, zack. Und es ist wirklich ganz wichtig, dass man es genau so macht, wie ihr es jetzt hier gerade seht, denn ansonsten schafft ihr das nicht. So, hier jetzt, genau auf der Kante landen und dann drüber springen. Den grünen brauchen wir nämlich erst später. Und hier halten wir bei der ersten Blume an und springen hoch und schießen dann wieder mit dem Mehrfachschuss. Jetzt nehmen wir den grünen mit und laufen wieder ganz zurück zum Anfang, denn der grüne hat so eine Durchschussfunktion. Damit erwischen wir mehrere Leute, wenn sie hintereinander stehen. Das werdet ihr jetzt aber auch gleich sehen. Und es ist halt wirklich wichtig, dass ihr extrem schnell dabei seid. So, und ihr müsst auch warten, bis der Cupcake bis zum Ende durchgeflogen ist, bis er beim letzten Kind war, bevor ihr euch wieder umdreht, denn ansonsten zählt das nicht. Und wenn ihr hier eigentlich einen einzigen Fehler macht, wenn ihr einen Schuss verschwendet und einen Schuss falsch ansetzt, könnt ihr eigentlich direkt von vorne wieder anfangen. Weil es ist wirklich haargenau bemessen, ja? Man kann das quasi nicht anders lösen. Ich glaube nicht, dass es dazu noch irgendeine Alternative gibt. So, hier gibt es jetzt gleich noch einen leichten Tricksprung. So, hier schießt ihr jetzt. Und wenn ihr jetzt bei diesem zweiten Kind seid, direkt wieder abspringt, denn dahinter ist direkt ein Abgrund, da lauft ihr sonst rein. So, hier schießt ihr jetzt wieder. Und hier am Ende gibt es jetzt ein Eis, das sammelt ihr ein, aber anstatt zum Goal zu gehen, geht ihr wieder ganz zurück bis zum Anfang, um ein kleines Secret zu erhalten. So, wir gehen jetzt mal ganz langsam wieder zurück. Und es ist halt wirklich wichtig, dass ihr das genau so macht, wie ihr es jetzt gerade hier gesehen habt. Ich bin jetzt mit dem Kommentieren nicht so richtig hinterhergekommen, weil es halt wirklich schnell gehen muss. Was auch der Grund ist, warum ich es nicht live kommentiert habe, weil es war einfach wirklich schwierig, das live zu kommentieren. Weil man muss sich schon ein bisschen konzentrieren dabei. Und ja, wenn ihr da jetzt irgendwas noch nicht so richtig gesehen habt, ich schreibe euch nochmal unten in die Kommentare eine Auflistung, in welcher Reihenfolge ihr das machen müsst, in welcher Reihenfolge ihr euch die Cupcakes holen müsst. Wie man die Kinder anschießt, ist eigentlich selbsterklärend, weil wenn man den Cupcake dementsprechend dabei hat, sieht man eigentlich, was man machen muss. So, und hier geht ihr jetzt bis zurück zur zweiten Blume und spammt dann den Werfbutton. Und dann werft ihr das Eis dahin. Und dann passiert Folgendes. Und das war jetzt quasi einfach nur die Bestätigung von der Geschichte, die uns Baby in der einen Nacht erzählt hat, dass sie auf die Kinder da aufgepasst hat, dass Kinder als im Raum waren, was wahrscheinlich diese kleinen Jungs da symbolisieren sollte, und dass dann irgendwann ein kleines Mädchen da reinkam, was da näher kam und irgendwie ein Eis hatte oder so, und dann hat Baby das Ding ja irgendwie in sich reingezogen. Baby wusste nicht mehr, was sie tut, sie war nicht mehr sie selbst und hatte keine Kontrolle mehr über ihren Körper, über ihren Animatronic-Körper, und hat dann dieses Kind in sich reingezogen. Und das war der Bite von 1983. So, Freunde, nachdem ihr dieses Minigame, dieses Cupcake-Minigame, wo wir Baby spielen, gemeistert habt, bekommen wir quasi Zugang zum Private Room. Und da können wir uns dann im Anschluss an das Minigame den 3. und letzten Stern in Five Nights at Freddy's Sister Location verdienen. Den Private Room könnt ihr nur in Nacht Nummer 5 bekommen, also den kann man nur in Nacht Nummer 5 betreten. Und ich werde euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie das geht und wie ihr dann dort
gegen die letzte Animatronic von Five Nights at Freddy's Sister Location bestehen könnt, welche Taktik ihr da anwenden müsst, um den dritten Stern zu bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns da. So Freunde, der erste Schritt, um in den Private Room zu kommen, ist, dass ihr in der fünften Nacht wieder rüber in den Parts and Service Room geht und da das ganze Zeug mit Baby macht, wo ihr den Code eingeben müsst und so weiter. Und danach leitet euch Baby ja zurück durch das Funtime Auditorium. Sie gibt euch da ja Anweisungen von wegen, geh geradeaus oder geh links, damit wir in den Scooping Room kommen. Aber sobald wir jetzt gleich auf zurückgehen, anstatt ihren Anweisungen zu folgen, werden wir genau das Gegenteil tun und uns nach rechts bewegen. Wir werden nach rechts rennen. Ihr müsst dann die W- und die D-Taste gedrückt halten und dabei den Sprint-Button, also Left-Shift. Und dann rennt ihr einfach nach rechts und kommt dadurch in den Private Room. Ich zeige euch das Ganze jetzt einmal. So, wir gehen zurück. Und laufen los und drücken einfach W und D gleichzeitig. Bewegen vielleicht noch die Maus dabei nach rechts, keine Ahnung, ob man das machen muss. Access granted. Und bekommen Access granted und dann haben wir jetzt hier den Private Room. Und das ist einfach klassisches FNAF in Sister Location. It seems that you have accidentally wandered into a restricted area. Due to the sensitive nature of the materials that you may be exposed to here, you will not be allowed to leave until the cleanup crew arrives at 6 a.m. So hang tight. Rest assured that you will be promptly rescued, fired, then sent home. Thank you for being an employee. We hope that your experience has not been as regrettable as ours. Wir werden zwar gefeuert, aber wir kommen wenigstens hier raus. So, das Schlüsselelement hier im Private Room ist einfach nur, oben links, ihr habt eine Poweranzeige, klassisches FNAF, wir müssen bis 6 Uhr überleben. Spart eure Energie. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr eure Energie am besten spart, denn wir werden jetzt von einer einzigen Animatronic angegriffen. Das ist der sogenannte Ennard, ja, das ist ein super Name. Den haben wir auch in den Extras schon gesehen, beziehungsweise nicht gesehen. Wir hatten da ja eine Animatronic, die uns fehlt. So, wir haben jetzt links ein Geräusch gehört. Dann schalten wir auf die linke Kamera, im Gang ist noch nichts. Jetzt warten wir kurz. Baby redet hier auch manchmal so ein bisschen, wahrscheinlich um uns von Ennard abzulenken. So, jetzt haben wir ein Geräusch von geradeaus gehört. Da war aber auch noch nichts. So, dann warten wir mal weiter. Ihr müsst immer erst auf die Kameras gucken. So, jetzt ist er wieder links. Aber auch noch nicht im Gang. Noch nicht im Gang. Schön ruhig bleiben. Wir können auch hier noch einen Code eingeben. Und zwar 1983. Und dann bekommen wir hier Kameras, die quasi auch das Zimmer vom Jungen aus FNAF 4 zeigen. Auch ganz interessant. Was das für einen Zusammenhang hat, weiß ich noch nicht genau. Werde ich noch rausfinden. So, wie gesagt, das Wichtigste ist einfach nur euer Power-Management. Dass ihr wirklich erst dann reagiert, wenn es wirklich sein muss, dass ihr erst die Tür zumacht, wenn Ennard wirklich bei euch vor der Tür steht und nicht unnötig Energie verbraucht. Wirklich nur Kamera und Türen benutzen, wenn es nicht anders geht. So, jetzt ist er bei uns im Gang. Aber noch nicht bei uns vor der Tür, habt ihr ja gesehen. Jetzt warten wir, bis er ein weiteres Geräusch macht und dann drücken wir den roten Knopf und schließen die Tür. So, er hat ein Geräusch gemacht, ist aber nicht bei uns vor der Tür. Sobald ihr die Tür zumacht, immer nochmal checken, weil manchmal anstatt vor die Tür zu gehen, haut er ab. Jetzt ist er wieder im Gang. Jetzt warten wir wieder auf ein Geräusch. Weil manchmal switcht er so ein bisschen die Position. Da geht er nicht direkt vor die Tür. Ich weiß noch nicht, warum. Ob man das auch irgendwie erkennen kann, ob er dann vor der Tür ist oder nicht. Aber jedenfalls muss man einfach nur darauf achten, ob der Ennard ein Geräusch macht oder nicht. So, jetzt ist er da zum Beispiel wieder weg. Ich weiß nicht, von wo er jetzt gerade kommt. Ich habe noch kein Geräusch wieder gehört. Und Baby geht einem hier richtig auf den Sack. Weil sie versucht halt wirklich die Geräusche... Oh! Boah, da war er schon direkt vorne. Da war er aber schnell. Sie versucht die Geräusche von Ennard quasi zu überdecken mit ihrem Geschwafel. So. Ist wieder weg. Wenn er direkt vor der Tür ist und ein Geräusch macht, könnt ihr die Tür gefahrlos direkt wieder öffnen. Ihr müsst nicht checken, ob er weg ist. So, jetzt gerade liegt er wieder im Lift. Wir warten jetzt aber, bis er wieder ein Geräusch macht. Damit wir die Tür wirklich erst dann zumachen, wenn er direkt vor der Tür ist. Das ist das Wichtige. Dass ihr die Türen erst dann schließt, wenn der Ennard wirklich da ist und euch gefährlich wird. Nicht, wenn er hinten im Gang ist oder hinten im Lüftungsschacht. Das bringt nichts. Da kann er euch nämlich noch nichts anhaben. Da kann er euch noch nichts tun. So, jetzt ist er wieder weg. Manchmal macht er nur so ganz leise Geräusche. So ganz vage Geräusche, die ihr kaum hört. Die ihr kaum hört. Und da ist es dann auch schwierig, wenn Baby am Labern ist. So, jetzt ist er links. Okay, er ist direkt im Gang. Wow. Das ist dann schwierig, wenn Baby am Labern ist. Und ihr versucht gleichzeitig auf die Geräusche von Anna zu achten. Das ist wirklich schwierig. Und wie vielleicht aufgefallen ist, wir haben ja eine fehlende Maske bei uns in der Kommandozentrale bemängeln können. Die hat der Anna übrigens auf. So, jetzt wieder links. Oh, direkt vor der Tür. Jesus Christ.
Wäre es jetzt nach 4 Uhr, hätte uns das gekillt. Weil ab nach 4 Uhr bekommt der Ennard noch eine kleine Zusatzmechanik. Da wird er nochmal eine ganze Spur penetranter. Weil dann können wir dieses Kamera-Checken, bevor wir die Tür schließen, nicht mehr machen. Denn wenn die Uhr auf 4 Uhr umspringt, fängt der Ennard an, uns zu chargen. Wenn wir dann die Tür nicht zu haben, wenn wir auf die Kamera gucken und er direkt davor steht, macht er uns platt. Dann kommt er direkt hier rein und tötet uns. Eigentlich müsste die Uhr jetzt gleich auf 3 Uhr umspringen. Ja, 3 Uhr, 52%, das ist okay. So zwischen 50, 52%, 51% ist vielleicht auch noch okay, muss die Uhr auf 3 Uhr umspringen. Ansonsten wird's knapp gegen Ende. Dann wird's wirklich knapp gegen Ende. So, jetzt gucken wir mal. Er ist auf jeden Fall links im Gang gerade gewesen. Ich habe ihn ja gesehen. Ihr habt ihn auch gesehen, hoffe ich. Und jetzt warten wir aufs nächste Geräusch. Und auf 5 Uhr ist es wichtig, dass ihr da noch zwischen 20 und 18% Power habt. Ansonsten kann man das eigentlich schon vergessen. 20 und 18%. Es sei denn, ihr habt richtig viel Glück und Ennard verhält sich dann nochmal ein bisschen ruhiger. Aber ab 4 Uhr schaltet er gleich eigentlich nochmal einen Gang hoch. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da eigentlich noch ein bisschen Prozent in der Hinterhand haben, weil der wird wirklich richtig widerwärtig gleich. Ihr könnt da nicht mehr so richtig auf die Kameras gucken und so weiter. Er will euch dann einfach nur noch tot sehen. Deswegen, wenn dann von links oder rechts ein Geräusch kommt, gleich ab 4 Uhr, erst Tür zu, dann Kamera. Alles andere bringt euch um. Und das ist auch quasi, ja, das Problem bei der Sache. Das ist hier auch ein bisschen im Private Room jetzt hier, der dritte Stern, es kommt alles ein bisschen auf Glück an. Weil wenn der Ennard jetzt die Entscheidung trifft, ne, eine kleine Kaffeepause bei euch vor der Tür zu halten, dann habt ihr verschissen. Ihr könnt da nichts mehr machen, ihr könnt so gut spielen, wie ihr wollt, wenn er sich bei euch vor der Tür niederlässt, und das macht er manchmal. Ein Schild da oben im Lüftungsschacht oder vor der linken Tür oder so. Und dann ruppt er euch die Power einfach in den Keller und habt ihr keine Chance mehr, das noch zu schaffen. Könnt ihr dann eigentlich abbrechen und neu starten. So, wir haben jetzt 38% und 4 Uhr. Das ist ein verdammt guter Wert. Und wir haben schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt haben wir 4 Uhr. Aber jetzt wird die Sache kritischer, wie gesagt. So, jetzt ist er links. Jetzt machen wir erst hier zu und gucken. Und er ist direkt vor der Tür. Seht ihr, was ich meine? Und jetzt ist er. Jetzt ist er rechts. Aber noch nicht im Gang. Also Tür wieder auf. Jetzt ist er im Gang, aber noch hinten. Jetzt ist er vor der Tür. Oder weg. Ihr müsst jetzt auch ein bisschen öfter auf die Kamera checken, weil manchmal... Jetzt ist er vor uns. Oder auch nicht vor uns. Von wo war dann das Geräusch? Es war aber von vor uns, eindeutig. Ja, jetzt ist er im Lift. Im Lüftungsschacht, meine ich. Aber wie gesagt, ihr könnt trotzdem noch die Mechanik vom Anfang anwenden. Mit warten, bis er wirklich da ist. Jetzt ist er links, aber noch nicht im Gang. Jetzt ist er wieder vor uns. Er fängt auch an, euch so ein bisschen zu verarschen irgendwann und haut Geräusche aus verschiedenen Richtungen raus, um euch zu kriegen, um euch in die Irre zu führen, um euch eure Prozente wegzuziehen. So, vor uns, aber er ist nicht da. Das ist einfach das Problem dabei. Gerade macht er das sogar richtig ekelhaft. So heftig habe ich das noch nie erlebt, dass er euch so heftig versucht, in die Falle zu locken. So, 20% 5 Uhr ist gut. Das ist gut, das ist ein guter Wert. 20% 5 Uhr ist eigentlich nahezu perfekt. So, er ist links und direkt vor... Er ist nicht vor der Tür. Er ist vor uns. Nee, er ist... Jetzt versucht er uns gerade hier zu kriegen. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Wie penetrant er jetzt gerade wird? Jetzt versucht er uns wirklich die Prozente wegzuziehen. Aber wir müssen jetzt Kameras checken, Türen schließen, so vor uns. Aber er ist nicht da. Das ist das Problem jetzt dabei. Er versucht jetzt mit aller Gewalt, uns die Prozente abzuzwacken und uns in die Knie zu zwingen. Aber jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Wir warten mal aufs nächste Geräusch, aber er ist wieder weg. Tür wieder auf. Warten. Okay, jetzt ist er direkt vor der Tür. Chillen, chillen, chillen. Oh. Jetzt ist er vor uns. Okay, er kommt jetzt gerade wieder von mehreren Seiten. Das bedeutet nicht zwingend, dass er irgendwo ist. Das ist er von vor uns. Aber er macht gerade nichts. Merkt ihr das? Er will uns gerade einfach nur in die Irre führen. So, hier machen wir jetzt zu. Beziehungsweise wir können auch offen lassen. Wir warten noch aufs nächste Geräusch. Okay, jetzt honkt er hier direkt vor uns und ist wieder weg. Ah, er ist wieder da. Und wieder weg. Komm schon.
Bitte, 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 bitte. Ja! Wir haben es endlich geschafft! Wir haben den fucking Private Room überlebt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich schon da dran sitze. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich... Aber jetzt, wir gucken uns jetzt erstmal das Ending an und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was. Erstmal schauen, was jetzt das Secret Ending ist. Gucken wir mal. Oh, wir erfahren jetzt endlich, was in der Serie weitergeht. Guck mal, wir haben jetzt, und wir haben unsere Exotic Butter. Sehr schön. Cool. Cool. Das Haus verbrannt, Mann. It was like a morgue in there. Oh, je. Endlich die letzte Folge. You need to see your son. The baby isn't mine. Pass mal auf deinen Sohn he auf. Ate the cat. Sounds like something he got from your side of the family. Die Serie ist echt super. I'm keeping the diamond ring. Oh, the joke's on you. I found it in a kid's meal. You got a kid's meal? Oh, Alter. Brad. Clara. What the fuck? Hey, ich höre irgendwas. Ich habe irgendeinen Atmen gehört gerade. Egal. So also does the love between Vlad and Clara stand up. Ja, guck mal, das Kind hat die Katze halt gefressen, ne? Aber er sagt, das ist was von ihrer Seite, von der Familie kommt. Das ist. Stay tuned next season for those es geht answers noch next season. Vielleicht geht's im nächsten Five Nights at Freddy's Teil weiter. Man weiß es nicht. Wir essen mal noch ein bisschen was. Was passiert jetzt noch? Oh shit! Ennard? Ennard? Oh. Hi. Hi. Warum bist du mir gefolgt? Du so. Oh, by Jesus. Aber warum? Er greift uns nicht an. Er hat uns nicht angegriffen. Five Nights at Freddy's Sister Location. Was steht da unten? Das Fake Ending. Ein gefaktes Ending. Aber das kam mir wie das bessere Ending vor, weil wir haben überlebt, verdammt nochmal. Denn wir haben nicht auf Baby gehört. Und Freunde, das war. Das Tutorial, wie man alle... Was heißt das Tutorial halt? Ne? So bekommt man alle drei Sterne, ne? War halt so ein bisschen angeleitetes Gameplay, sag ich mal. Und, ja, Freunde, ich saß da dran. An dem... Ich mach mal kurz ein bisschen leiser. An dem Minigame mit Baby, wo man die Cupcakes werfen muss. Ich glaube, daran saß ich 4 Stunden. 4 Stunden saß ich da dran, weil ich nicht gerafft habe, dass wenn man zurückläuft, man den Cupcake werfen muss. Also das Eis meine ich, dass man das Eis nochmal extra werfen muss. Ich dachte immer, ich bin einfach zu langsam. Und habe da deswegen dafür richtig lange gebraucht, bis ich das gerafft habe. Und jetzt für den Private Room habe ich auch nochmal ungefähr dieselbe Zeit gebraucht. Also insgesamt für den zweiten und dritten Stern locker 8 Stunden waren da, sind da reingeflossen. Aber jetzt haben wir es geschafft, Freunde. Wir haben jetzt alle 3 Sterne in Five Nights at Freddy's Sister Location. Und ich hoffe... Ich konnte euch ein bisschen mit diesem Video weiterhelfen, falls ihr irgendwo festgehangen habt in dem Minigame oder bei Ennard, weil Ennard kann echt ekelhaft sein, da habe ich auch wirklich kurz vom Nervenzusammenbruch gehangen teilweise. So, wir drücken hier mal Escape und kommen zurück ins Hauptmenü und haben unsere 3 Sterne in Sister Location. God damn it, endlich! Und Freunde, wie gesagt, wenn euch das irgendwie weitergeholfen hat, wenn ihr irgendwie bei dem Minigame gehangen habt mit Baby oder wenn ihr bei Ennard gehangen habt, lasst dem Video einen Daumen hoch dafür, dass ich euch geholfen habe. Ja. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns irgendwann irgendwo anders wieder in irgendeinem Indie-Horror-Spiel, in irgendeinem Display auf meinem Kanal. Nicht vergessen, auf Abonnieren zu drücken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und Freunde, ich würde sagen, euer Tölfer verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.